Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Montag, dem 9. September 2024 um 8.33 Uhr in Gaggenau. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wie gewohnt, aber eigentlich wäre heute kein Video gewesen. Eigentlich wäre ich ja im Urlaub. Ich bin's aber nicht. Und wer das Video am Freitag komplett bis zum Ende geschaut hat, der weiß auch Bescheid. Mein Urlaub ist auf meinen eigenen Wunsch hin oder erstmal primär auf den Wunsch meiner Frau hin verschoben. Aber wenn ich mir das so anschaue mit dem Wetter hier, bei so einem Wetter, da kann man auch arbeiten. Da ist halt nämlich gar nicht so dolle. Nee, und sie hat das gesehen, dass das diese Woche nicht so toll ist. Und da meinte sie, danach wird aber wieder besser. Und ich sollte doch mal fragen. Und ich habe dann gefragt und es hat auch ohne Probleme geklappt, den Urlaub mal so um eine Woche zu verschieben. Gut, nach hinten raus ist oft nicht so das Problem. Ja, und jetzt werde ich diese Woche noch durchziehen. Und dann habe ich aber endgültig 2 Wochen Urlaub. Na, hier sind immerhin 18 Grad. Zu Hause haben wir maximal 17. Ja, und ich hatte eigentlich erwartet, dass mein Stammstaplerfahrer wieder da ist, nach 3-wöchigem Urlaub. Aber so wie ich gehört habe, gibt es da einen Trauerfall in der Familie und diesmal wohl ein recht enger Verwandter. Und ja, der wird wohl die ganze Woche nicht mehr auftauchen. Jetzt ist ein Ersatzmann da. Der ist aber nicht so gut mit den Papieren hinkriegt. Das gibt er auch selber zu. Also ist er nicht so fit, aber er hat sich Hilfe geholt. Letztendlich hat er in dem Zeitrahmen defektes Fahrzeug, Polizeieinsatz in 80 Kilometer. Ersparnis 30 Minuten. Ja, da wollen wir doch mal die. Ja gut, er sagt mir aber nicht. Naja. Dann werden wir mal hier. Folgen. Ja, ja. Folgen ist gut. Na, oh, wieder. Der B462 folgen. Ja. Ja, es hört sich so an, als wenn wir, ja, die unsere TomTom-Else, die ist natürlich wieder dumm. Die hat es nicht auf dem Schirm. Aber die Garmin-Else, also richten wir uns mal nach der. Ich vermute mal, dass es über die B geht. Wir werden es sehen. Oh, ein schönes Pinschelchen hatte da die ältere Dame. Ja, was mache ich denn hier? Wollen wir mal ein bisschen in Fahrt kommen? Ja, Fahrt hier runter war ganz locker und entspannt. Diese Woche ist ja auch mein Kollege, mit dem ich immer viel telefoniere, der uns ja leider Ende des Monats die Firma verlassen wird. Der ist ja diese Woche auch noch mit Frühschicht am Start. Das
Das macht die ganze Sache kurzweiliger. Da brauchen wir denn die 40 da oben oder da unten? Ich sehe nichts. Ich würde aber mal behaupten, da oben. Ja. Obwohl er sagt auch hier rechts ab 7,9. Naja, wir werden sehen. Ich habe jetzt alternative Route gedrückt. Mehr können wir ja nicht machen. Ich würde die fahren, wenn er mir die anbietet. Aber vielleicht hat sich das Problem dann auch schon aufgelöst. Wer weiß. Ich meine, so gesehen ist die Temperatur ja mal so eine Erholung. Ich habe ja gestern noch so ein kleines Privatvideo reingestellt. Wir haben so einen Rundgang durchs Dorf gemacht. Da war halt ja verkaufsoffener Sonntag. Die Geschäfte hatten offen. Aber es war am Wochenende vorher, also in dem Samstags, in dem Käseblättchen zu lesen, dass sich die Werbegemeinschaft da irgendwie mal aufgelöst hat. Auf jeden Fall gibt es da keinen Vorsitzenden mehr. Und die ist quasi nicht mehr existent und man hat es auch gemerkt, denn naja, das Problem ist, bei uns im Ort ist das alles nicht so im Kern und diesmal haben der Landhandel nicht mitgemacht und auch, also es gibt zwei Plätze, die so ein bisschen, ja, am Ortsrand liegen, also größere Firmen, die eigentlich sonst immer mitmachen. Der Landhandel hat früher sogar schon mal Kamelreiten mit dem Programm und all so Geschichten. Ja, es gibt halt da in der Nähe einen Hof, die haben Kamele, die auch, wo auch Kinder mal so eine Runde drauf reiten können. Und so, was hatten die früher am Start? Nee, aber diesmal nicht. Da waren nur, war eine Riesenschlange da bei den Burgern, aber uninteressant. Da haben wir so ein bisschen rumgeschaut. Am interessantesten war noch, das habe ich auch so ein bisschen gefilmt, war so ein kleiner Garagenflohmarkt, an dem wir mehr oder weniger zufällig vorbeikamen. Und ich habe gedacht, ich hätte sie gefilmt, habe ich aber doch nicht. Und zwar, wir haben da, also auch meine Frau und ich haben da was gekauft. Und zwar, wir haben zwei so Mopsfiguren, schwarz und weiß, Salz- und Pfefferstreuer gesehen. Naja, und die haben wir einfach mal für 4 Euro mitgenommen. Ich fand die witzig, obwohl brauchen tue ich die natürlich nicht, so nötig wie ein Kropf am Hals. Ne? Aber irgendwie fand ich die witzig und haben sie einfach mal mitgenommen. Und die Kurzen, die haben sich so Spielzeugautos gekauft. Die hatten beide Geld auf der Tasche und mussten es natürlich auch direkt mal so loswerden. Aber war ganz lustig. Und der Tag, der ging natürlich rum wie nix. So, ja, ne, so wie es aussieht, will auch hier, wollen sie mich beide hier vorne auf die Bahn schicken. Es könnte natürlich sein, dass, da stand ja was von defektes Fahrzeug in 80 Kilometer. Ich meine, was soll denn das? Es ist ja noch weit weg. 80 Kilometer, da brauche ich Stunde 20 für. Bis ich da bin, sollten sie vielleicht mal das Problem beseitigt haben. Ne? So ist das richtig. Damit mir hier keine Flüssigkeitsreste an der Dose hängen und diese so ein bisschen fixierter ist hier, also nicht rumklackert, mache ich mir immer so ein Blatt Küchentuch unten rein in den Kaffeebecher.
Und mir ist das schon mal passiert. Ich habe die Dose getrunken, eine Seite getan, alles easy. In 2 Kilometern rechts fahren. Ja. Und naja, dann später habe ich mir dann Kaffee eingeschüttet und so, habe der auch getrunken und habe so gedacht, mal. Bauarbeiten auf A5 gemeldet. Ja, du bist mir ein Früchtchen, ey, das sind immer und überall Bauarbeiten. Naja, also auf jeden Fall habe ich so gedacht, der Kaffee, der schmeckt irgendwie ein bisschen komisch, so, ne, so, ja, pappig. Und als ich dann in der Firma ankam, da pflege ich dann immer so den Rest aus dem Becher rauszuschleudern, da flog dann das kaffeedurchtränkte Küchentuch mit raus. Ja, da wusste ich dann, warum der Kaffee so pappig geschmeckt hat. Was ist das denn da jetzt? Oh. Heute Morgen haben sich aber alle verabredet hier, du. Kerle, Kerle, Kerle. Nagelneues Auto. Ja, nagelneues Quatsch. Aber ein Daimler. Man sitzt auf der Beifahrerseite. Ja. Was? Ja, ich fahre dort drauf. Ist doch alles gut. Ja, dann habe ich eben gesehen. Ich gehe ja immer ganz kurz online in Gaggenau, weil die ja WLAN haben. Da ein sehr gutes WLAN. Und da gucke ich ja schon mal, was so läuft am Kanal. Also ich muss sagen, ich bin hoch erfreut. Normal ist es so, dass wenn ich so ein Privatvideo online gehen lasse, dann springen schon mal so 1, 2, 3 Abonnenten ab. Es kommen dann auch wieder welche dazu, so ist das nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ob es ein Hin und Her gab. Aber ich weiß nur, es gibt schon wieder eine Steigerung zu gestern. Wir sind bei 3810. Sag mal, willst du nicht mal? Die A5 folgen. Ja. Okay. Ich wollte sagen, geht das jetzt hier nicht oder was? Opel Sport. Boah, einer mit Motorrad. Das ist natürlich nicht so schön. Ne? Nee. Nicht so schön. Keine Verzögerung in 45 Kilometer. Ja, das ist so okay. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist doch eigentlich nein, eine Quatschmeldung. Nein. Oh, doch, Verzögerung 5 Minuten jetzt plötzlich. Naja, gut. Oh, mal alles so. Ja, also diesmal scheint es der Sache keinen Abbruch getan zu haben. Ich kann nur sagen, es sind ja schon wieder für meine Verhältnisse, also für meine Verhältnisse auf meinem Kanal, diesem kleinen Kanal, eine Menge neuer Abonnenten dazugekommen, wo ich, ja, ich vielleicht sollte ich mir erst mal angewöhnen, montags einmal die Woche ja, diese neu an Bord gekommenen Abonnenten mit einem herzlich willkommen zu begrüßen. Oh, da kommt der nächste Motorradfahrer. Boah, nee. Kein Wetter zum Moped fahren. Aber gut. Ja, Ankunft, was, ja gut, hier, der sagt 12.22 Uhr, der Garmin, der wird wohl, naja, gut, ein bisschen wird er noch runtergehen, aber so in dem Dreh wird es schon werden, wenn ich da wirklich jetzt nochmal irgendwie ausweichen muss oder so, na mal gucken.
Achtung, Gegenstand auf der Fahrbahn auf A5 gemeldet. Sie fahren auf der schnellsten Route. Mann, was hast du denn heute Morgen, ey? Also, das ist ja unfassbar hier. Es war natürlich auch am Wochenende immer noch eigentlich zu warm, so. Aber ich hab die Chance genutzt und mein Auto mal gewaschen. Gewaschen und gewachst, aber ich bin nicht dazu gekommen, es fertig zu polieren. Das sieht jetzt nicht so dolle aus, überall noch so Schlieren von der Versiegelung, die alle noch wegpoliert werden müssen, aber egal. Auf jeden Fall schon mal der Schutz drauf. Ich habe auch noch ein paar kleine Stellen gefunden, wo ich mal ein bisschen was machen muss und so. Nee, das habe ich doch noch irgendwo hingekriegt, aber wie gesagt, leider nicht fertig geworden. Ach, heute Nacht schon gesehen, da hatte sich jemand mit dem PKW aber richtig satt überschlagen. Zum Glück konnten wir links vorbeifahren. Und ich weiß nicht, was die Polizei da immer in die Büsche hinter der Leitplanke geleuchtet hat. Vielleicht war ein Hund dabei, der abgehauen ist, oder man weiß es ja nicht. Ja, das ist ja jetzt schon, man kann es immer mal wieder lesen, dass Hunde dann aus den Autos flüchten bei so einem Unfall oder so. Früher war ich ja ein Fan. Früher stand ich auf dem Standpunkt, nein, der Hund, der muss so im Auto sich frei bewegen können, um dann ja quasi den Wagen zu schützen oder so. Aber es ist alles Blödsinn. Nein, weil, naja, man war jung, man hatte dann in Anführungsstrichen entsprechende Hunde. Heute denke ich ganz anders darüber. Heute finde ich das gut, dass die Hunde in Boxen sind, wo ich dann nur hoffe, dass dieser nicht die Tür aufspringt, wenn mal irgendwas passieren sollte, damit die Hunde quasi doppelt geschützt sind, dass sie nicht da verstört irgendwo auf der Autobahn oder neben der Autobahn rumlaufen. Und ja, ich kann mich erinnern, so ein Bekannter von mir, der hatte damals so einen Doggenmix und 5 Monate alt, hat in den Wagen gelassen. Er kommt zurück zum Auto, Hund weg. Haben die den Hund geklaut. Die haben halt gemerkt, der ist jung. Na, ist zwar groß, aber er ist jung. Der sah auch irgendwie interessant aus. Haben sie mal eben die Karre aufgemacht und den Hund geklaut. Ohne Probleme. Nein, heute bin ich ein absoluter Fan von der Hundebox. Erstmal, du machst die Heckklappe auf. Gut, ich habe keine Heckklappen. Ich habe immer Flügeltüren. Ich finde, ja, manche sagen, ja, Heckklappe, da kannst du dich aber drunter stellen, wenn es regnet und so. Ja, ich will mich aber nicht unterstellen, nein, beim Auto unter der Heckklappe. Nein, was ich brauche, ist eine Top, also dass das Fahrzeug top zum Beladen ist. Und mit Flügeltüren kannst du ganz dicht irgendwo ranfahren, weil meine Flügeltüren sich ja nicht nur um 90, sondern um 180 Grad öffnen lassen. Und außerdem kannst du nur eine der beiden Türen öffnen, sprich die Öffnung ist kleiner. Und ja, die Hundebox verhindert einfach, dass die Hunde da direkt rausspringen. Sie tun es eh nicht. Ich habe also denen ziemlich konsequent beigebracht, wenn wir also vom Spaziergang aus dem Wald kommen und ich öffne die Hecktür, dann dürfen die nicht raus. Sie dürfen nicht mal die Pfote über die Schwelle setzen. Erst wenn ich das Kommando gebe, dann dürfen sie loslaufen. Das ist halt aus Sicherheitsgründen. Da fällt mir auch direkt ein, weil ich, wo ich das erzähle, wieder an unseren gestrigen Gang noch nach der Dorfrunde erinnert werde.
Ich sage da schon mal schönen Dank. Zwei Leute haben mir ja bereits schon gesagt, wozu dieses Edelstahlteil, was wir im Feld gefunden haben, gut ist. Und jetzt, wo es ja, wo ich es gelesen habe, wo man mir diesen Tipp gegeben hat, fällt mir auch ein oder geht mir auch durch den Kopf, dass ich so ein Teil eingebaut eben schon mal an der Melkmaschine, also am Teil, wo die vier Schläuche sind mit den ja, wie heißt die Dinger? Mit den Dingern, die über die Zitzen gestülpt werden, ja. Die vier, die laufen ja unten in so ein Teil zusammen. Und das ist genau so ein Teil. Und ich sage, wie gesagt, nochmal schönen Dank an die zwei. Also bis jetzt sind es zwei. Vielleicht kommt ja noch ein dritter und vierter und sagt mir, was es ist. Aber auf jeden Fall schon mal schönen Dank an die beiden für die Auflösung, um was es sich handelt. Denn jetzt stehe ich ganz klar in der Absicht, dieses Teil an den Landwirt zurückzugeben. Ich meine, ich kann es nicht gebrauchen. Also für mich ist es nur Edelstahlschrott. Natürlich schön schwer und mit einem gewissen Wert, aber der Schrottwert ist natürlich nicht bei weitem, was so ein Teil kostet. Und ich könnte mir vorstellen, dass eventuell ja, der Bauer ist, es gibt nicht so viele mit Milchkühen bei uns. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, wer das ist, der das verloren hat. Vor allen Dingen bin ich, also das sind Vater und Sohn, die den Hof da betreiben. Beide nehmen immer Rücksicht, wenn sie uns sehen, wenn sie dahergefahren kommen mit den Schleppern und sehen uns mit den Hunden. Beide grüßen uns auch immer. Und der Vater, der hat ja dieses Ding für mich gemacht, indem er abgeklärt hat, wem da diese Gitterrosttreppe gehört und ob ich die bekommen kann. Und die hat mich ja nur am Ende 10 Euro gekostet. Das heißt, ich habe eine Wurst bezahlt. Er hat demjenigen, dem die Treppe gehörte, eine Wurst gegeben und ich habe ihm einen Zehner für die Wurst gegeben. Und das ist mir natürlich eine besondere Freude, wenn ich denen dieses Teil zurückgeben kann. Ich denke mal, es wird vom Schlepper gefallen sein. Vielleicht schon vor langer Zeit und ist jetzt wieder durch die Bodenbearbeitung hochgekommen. Wir wissen es nicht. Meine Frau hat es gesehen, finde ich recht super. Adlerauge. Und ja, ich habe es dann mitgeschleppt. Und dann habe ich es zu Hause sauber gemacht, vom Lehm befreit. Nee, aber das ist super. Aber es kommt ja immer mal wieder vor, dass ja, dass Zuschauer irgendwas wissen und das auch reinschreiben in den Kommentar. Also das finde ich schon richtig gut. Da fällt mir jetzt wieder Zahlen. Das sind zwei Kommentare, die, also es ist so, ich habe so sehr viele Kommentare abgearbeitet am Wochenende, aber es gibt da schon noch so ein paar, die sind auch ein wenig länger. Und da möchte ich natürlich, ja, je nachdem auch ein bisschen mehr zu schreiben. Und naja, da habe ich, also die sind noch offen halt. Und aber auch diese werden beantwortet werden. Und da waren zwei dabei. Ja, echt, ey. Fuß, Sockenfuß oben, Telefon an der Backe und zockelt daher. Ja, auf jeden Fall. Ach so, ja, hatten mir zwei Leute geschrieben, dass sie immer in die Videos reinschauen und so und dass sie die gut finden und so weiter. Dass sie aber zugeben müssen, dass sie ja schon mal dabei einschlafen oder es als Einschlafhilfe benutzen oder so. Ja, ich sag mal so, primär mache ich es natürlich für die Leute, die sich das Video komplett anschauen. Aber wenn jemand dabei gut einschlafen kann, warum nicht? Dann hat das Video ja sogar noch einen Mehrwert. Nein.
nachdem ja immer geschaut wird. Nein, absolut in Ordnung. Ich meine, ist doch besser, als wenn die Leute teure und ungesunde Medikamente nehmen müssen, um gut einzuschlafen. Ne? Lieber mal ins. Na, ich sehe da was. Ich sehe da was. Oder? Oder täusche ich mich jetzt? Nee, doch nicht. Ich habe doch hier der eine Busch, der sah so aus wie, als wenn hier vorne eine Kiste wäre. Aber ist nicht. Okay. Weiter geht's. Jetzt könnte natürlich da vorne noch immer noch oder wieder der Anhänger stehen. Ich habe da heute Morgen gar nicht nachgeschaut. Es ist ja jetzt auch morgens, wenn ich hier runterkomme, schon wieder richtig dunkel. Ja. Und das hat wiederholt jemand geschrieben, ja, dass er den Kanal mag, die Videos und so weiter, und dass er damit oder dadurch sein Deutsch verbessert oder verbessern kann. Das ist schon, also so ein Kommentar hatte ich schon mehrfach. Obwohl ich selber denke, dass ich nicht unbedingt das absolut perfekte Hochdeutsch spreche. Da kommt doch ab und zu immer mal wieder der Ruhrpott durch. Ne? Aber es ehrt mich natürlich. Auf jeden Fall. Oh, Soldaten. Aber fast alle am Pennen. Das war immer so. Auf so Übungen oder wenn wir irgendwo hingefahren sind. Die Leute haben gerade montags hast du ja fast keinen Schlaf bekommen. Weil du ja erst sonntags, in der Nacht von Sonntag auf Montag, spät eingelaufen bist von deinem Heimaturlaub, also von zu Hause aus. Und also montags war immer heftig. Und es war dann besonders heftig, wenn dann für Montagabend irgendwie eine Übung angesagt war. Weil montagsabends sind alle gerne immer bei Zeiten in die Falle gehüpft, um den versäumten Schlaf nachzuholen. Und wenn es dann eine Übung gab, ho, ho, ho. Also, ob die mir wirklich jetzt eine alternative Strecke hier nennt, möchte ich fast noch bezweifeln. Obwohl, doch. Und zwar, also, der, ach, da oben steht da was von Stau. Der TomTom will mich auf dem Hinweg immer über die 6 schicken. Ich fahre aber die 5. Auf dem Rückweg grundsätzlich immer über die 5.
Und ich fahre auch eigentlich dann die 5 außer Staulage, sprich dagegen. Der Garmin dagegen will mich auf Hin- und Rückweg immer über die 6 schicken. Und es sieht aber jetzt so aus, als wenn er mich jetzt über die 5 schicken, weiterschicken will, nach dem Walldorfer Kreuz. Weil vielleicht das Problem auf der Autobahn 6 ist. Naja. Ich wollte nämlich ja schon sagen, wenn es jetzt ja nicht über die 5 geht, sondern über 6, dann nehme ich euch mit bis Hockenheim. Aber es sieht so aus, als wenn wir wieder bis Hartwald also durchziehen. Aber irgendwie wird es schon so ein bisschen voller da vorne. Das ist nicht so toll. Naja. Hoppla. Ah. Ha! Die Bundeswehr zieht raus. Ah, das ist aber ein ganz unglücklicher Parkplatz für Pinkelpause. Das ist doch shit, da kommt doch keiner mal vorbei. Was soll denn sowas? Sich mal einen anderen suchen sollen. Ja, da war zwar gestern wohl der verkaufsoffene Sonntag, aber wir haben nichts gekauft. Da war ein Stand mit Ledersachen. Also so ja, Geldbörsen, ja, Umhängetaschen, Handytaschen, alles Mögliche und richtig dieses tolle Leder, wie das auch bei meinem Portemonnaie ist, also was richtig gut riecht, was also ja auch sehr haltbar ist und so weiter. Und ja, ich war kurzzeitig versucht, mir irgend so ein Ding zu holen, wo die ganzen Schlüssel drin sind. Weil die Schlüssel, die Hosentaschen so über im Laufe der Zeit kaputt scheuern. Aber am Ende habe ich nichts gekauft. Gar nichts. Da war wohl einer mit einem Stand mit Socken. So dicke Wollsocken wollte ich mal schauen, aber na, ich konnte mich nicht durchringen. Die haben es auch nicht leicht. Die haben es nicht leicht, also weil das Geld sitzt nicht mehr so locker. Nein, man kriegt ja nur noch Hiobs Botschaften zu hören. Ein Hegelmann. Mit deutschem Kennzeichen sogar. Also beim Auflieger. Und vorne nicht mal ein Litauer. Nö, ein Rumäne. Ja, nun komm doch mal. Mein Gott.
Da geht man schon nach rechts und was ist? Er will einfach nicht so richtig. Oh, hier. Gasfläschchen. Oder, na, ob es Gas ist, weiß ich nicht. Irgendwas in Sachen Gase. Oh, hier links kommt wieder so ein 200.000 Euro Bumpbil, ey. Habe ich heute Morgen kurz noch reingeschaut. Da war, ja, da gibt es so einen Kanal Womoblog, also eben über Wohnmobile. Habe ich jetzt vielleicht zweimal reingeguckt und so. Scheint mir noch einer von den besseren und korrekteren zu sein, der mal so ein bisschen darauf hinweist, was Sache ist. Nein, aber das Lustige war, da gab es irgendwie am Anreisetag eine Regelung. Und zwar, wer nach 19 Uhr da ankam, hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, ich sag mal jetzt, 10 Euro bezahlt für Parkplatzgebühr fürs Wochenende oder für den Tag. Auf jeden Fall, wer vor 19 Uhr da hingekommen ist, musste einen Aufpreis von 10 Euro bezahlen. Ja, was haben die Leute alle gemacht? Sind alle nach 19 Uhr gekommen. Megaschlangen, ja, mega stockender Verkehr. Und da hat derjenige nur gesagt, mein Gott, 100.000 für ein Wohnmobil ausgeben, ja, aber dann an 10 Euro sparen. Ah, schon verrückt. Nein, und die Preise auch. Und was ich noch viel schlimmer finde, als jetzt, sagen wir mal, heftige Preise und so, ist ja die Feststellung, dass die Verarbeitungsqualität teilweise unter aller Sau ist. Ja, dass selbst bei Premium-Marken, ja, wie sie sich selber oder andere nennen, schlecht oder mangelhaft verarbeitete Fahrzeuge ausgeliefert werden. Das ist natürlich eigentlich ein absolutes Unding. Vor allen Dingen müsste sich das ja mal wieder normalisieren. Ich denke mir, dass die Nachfrage doch ein bisschen zurückgegangen ist. Aber genau wissen tue ich es nicht. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob hier Bruchsal seit längerem mal wieder Stau ist. Klotter. Like to move it. Wir lieben es zu bewegen. Naja. So, jetzt wollen wir mal schauen.
aber es sieht bis jetzt eigentlich nö. Nö, nö. Na? Ah, ne. Wir müssen über den nächsten Hügel. Ich würde sagen, läuft. Das läuft hier. Ich weiß auch nicht, warum es mir gerade einfällt, aber heute Morgen ist wieder so ein Ding gewesen, ey. Es kommt ja zum Glück, kommt sowas ja nicht häufig vor. Aber ich bin über die 5 gefahren und ja, da ist am Anfang ist viel Überholverbot, aber das geht dann irgendwann über in ein temporäres Überholverbot und ich fahre ja vor 6 daher. Ja klar, macht so, macht hier ruhig. So, und ja, dann bin ich rausgezogen, aber blitzartig zog vor mir auch ein anderer, einer von UPS raus. Der hat dann aber nicht mit 90 überholt, sondern mit 85. Das heißt, es hat sich ein bisschen hingezogen. Weil ich dann einmal in Schwung war, habe dann nicht nur den einen, der davor überholt, also den wir beide überholt haben, sondern ich bin dann auch noch am UPS vorbeigezogen. Es hat auch gar nicht so lange gedauert, alles, also für mich war alles gut. Nachdem ich wieder nach rechts gegangen bin, sind auch 2, 3 Autos locker an mir vorbei, weiter geradeaus. Irgendwie der 4., 5. Wagen, wie gesagt, ganz genau kann ich es nicht sagen, kommt, zieht vorbei, setzt sich vor mich, bremst. Aha, dachte ich so, ein Bestrafer, ja? Er will mich jetzt dafür bestrafen, dass ich, dass ich überholt habe, obwohl es an einer legitimen Stelle war. Ich habe dann abgebremst, Abstandstempomat rein und so, okay. Er fährt so weiter mit 80 vor mir her. War mir dann irgendwie zu blöd, bin ich dann nach links raus, um ihn zu überholen, da gibt er Gas. Dann bin ich wieder nach rechts, weil ich ihn ja nicht einholen konnte. Und er bremste mich wieder aus. Okay. Dann kam eine Abfahrt und er setzt den Blinker und zieht nach rechts raus. Und ich denke, super, okay, dann ist er ja weg. Da kommt er dann auf ganz plötzlich, setzt er den Blinker und im gleichen Moment zieht er wieder nach links. Ich natürlich sofort hier in die Eisen gelatscht, ihm die Hupe gegeben und der Witz war der. Er wusste genau, wo er hin wollte. Er wollte nämlich da abfahren,
Aber er hat mal kurz diesen Stunt gebracht. Er ist dann sofort auch wieder nach rechts rein in, auf die Abbiegespur, um das noch zu schaffen, ne? Dass er da runterkommt. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ich fahre ja ganz ruhig mit 70. Der Bursche wollte doch glatt, also es sah so aus, als wenn er nach rechts rüber scheren wollte. Weil er schon zu wenig Abstand gehalten hat und gepennt hat. Ja, da hätte es aber gerappelt. Da hätte es aber gerappelt. Ah, hier machen sie wieder die Fugen schneiden und dann das Gummi da einziehen irgendwie. Ah, ich weiß gar nicht, nee, das war nicht der, ich glaube, da war der danach, oder? Nee, war eventuell sogar der. Naja, war ja da vorne. Mann, Mann, Mann. Naja, aber hier ist schon mal nichts. Ich weiß gar nicht, wovon Else spricht, ne? Keine Ahnung. Jetzt vergesse ich aber nicht. Na, hat sich doch der Deckel verabschiedet. Na, jetzt ist wieder alles klar. Na ja, wie ist aber vom defekten Fahrzeug nichts mehr zu hören, ne? Zeigt mir auch Unfälle, sehe ich gerade jetzt auf dem Garmin. Die haben mit mir überhaupt nichts zu tun. Ja gut, ja doch vielleicht. Und zwar sehe ich gerade Richtung Heilbronn auf der 6. Unfall irgendwie. Der könnte natürlich sich schon auswirken hier bis aufs Kreuz. Naja. Thank you.
Aber ich will mich mal gar nicht verrückt machen diese Woche. Nein. Eine halbe Tour haben wir ja schon weg, also sprich noch 4,5 Touren. Und dann habe ich wirklich endgültig Urlaub. Unser Ziegenbauer, bei dem wir immer den Ziegenkäse holen, der war auch da, war ja auch Landmarkt, nannte sich das. Und ja, da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, aber es war dieser typische Effekt. Ja, wenn man jetzt aber mal ein Lokal aufmacht, ohne große Eröffnungsparty und so, dann tut man gut daran, wenn man ein paar Bekannte einlädt, die sich dann so ein bisschen dahinsetzen. Denn das zieht Leute an. Und hier war es so ähnlich. Ich sage mal, wir standen da, haben so ein bisschen gequatscht. Meine Frau hat uns auch noch ein Eis geholt und so. Und kaum, dass wir da standen, kamen da andauernd Leute und haben da... Oh ja, teilweise echt ordentlich zugeschlagen. Ich habe es ihm gegönnt, ne, weil er macht wirklich gute Ware. Und er ist günstig. Also wenn der Garmin mich jetzt über die 5 schickt, dann müssen wir über die 5 fahren. Aber ich weiß nicht, was das hier... Von dem Bürschle hier, ich könnte mir bei ihm ja vorstellen, dass der überhaupt nicht über der 5 will. Nein. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil er... Ja. Aber vielleicht doch, wer weiß. So, ihn haben wir reingelassen. Dabei sind wir dann bei... Na? In 2 Kilometern links halten und auf der A5 bleiben. Ja, ja. Ja, da sind sich beide einig, allerdings mit 10 Minuten Differenz. Ne? Der TomTom sagt 12:10 und der andere sagt 12:20. Ja, na schauen wir mal. In einer der beiden linken Spuren einordnen. Ja, jetzt übertreibt man nicht hier. Der A5 folgen. Einfach nur voll, wahrscheinlich. Was macht er denn jetzt hier? Was ist das hier? Junge! Adi. Die Rennleitung fährt gerade auf hinter uns. Na, nicht direkt.
nicht direkt. Ist schon ein bisschen unschön, das Wetter, aber okay. Deswegen ganz gut, dass wir das gemacht haben mit dem Urlaub, mit der Verschiebung. Obwohl ich befürchten muss, dass meine Frau mir das jeden Tag unter die Nase reiben wird. Sollte das klappen und wir dann gutes Wetter haben, da wird sie jeden Tag darauf hinweisen. Ich habe ihr natürlich gesagt, wenn das nichts wird, ist sie verantwortlich. Ja, also ich sag mal so, nächste Woche ist mir egal, wir fahren dann in den Urlaub, dann, wir hatten ja schon gesagt, wenn wir dann fahren, es regnet, dann müssen wir eben verkürzen. Aber möchten wir auch nicht gerne. Aber meine Frau hat natürlich recht, wenn wir jeden Tag richtig klitschnass werden mit den Hunden, dann macht es nach 3 Tagen keinen Spaß mehr. Weil wir ja nicht so optimale Möglichkeiten haben, um Klamotten zu trocknen und so weiter und so fort. Also da ist es zu Hause schon ein bisschen anders, einfach viel mehr Möglichkeiten. Naja, aber wie gesagt, ich will da mal nichts vorwegnehmen. Ich bin ja auch nicht so wie meine Frau. Meine Frau guckt also häufig in den Wetterbericht, mehrmals täglich, mit Vorausschau 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage oder 16 Tage, glaube ich, geht das. Und ich sage immer aus Spaß zu ihr, wenn du wissen willst, was für ein Wetter ist, dann geh hin, mach Fenster auf, guck raus. Dann weißt du, was für ein Wetter ist. Ja. Und wenn man jetzt, wie ich hier, 300, also 290 Kilometer fährt, da hast du dann teilweise 2 bis 3 Wetter. Als ich runtergefahren bin, also ganz am Anfang vor meiner, bevor ich angefangen habe, Vollzeit zu fahren, also ist jetzt 8 Jahre her oder so, da war es so, da musste ich ja nach 380 Kilometer nach Memmingen runter, von Bad Hersfeld aus, und da hast du immer 3 Wetter gehabt. Na? Du bist losgefahren, alles easy, dann zwischendurch Schnee oder schneebedeckte Fahrbahn. In Memmingen war wieder nichts mehr. Also das war einfach so. Gerade wenn noch so, wie soll ich sagen, Berge ist vielleicht übertrieben, aber so kleine Bergketten auf der Strecke sind, die man dann überwindet. Da hat auch mein Baggerfahrer mir letztens erklärt, bei uns kommt so wenig an von diesen schweren Unwettern, weil unser Dorf quasi umringt ist, einmal von natürlichen Erhebungen, aber auch von der unnatürlichen Erhebung des Abraumberges vom Kali- und Salzbergbau. Ne? Die haben ja mittlerweile so riesige Halden da aufgeschüttet, dass die schon dafür sorgen, dass gewisse Wetter sich da abregnen.
Reisefreunde unterwegs. Naja. So, wir sind gerade am Parkplatz Hartwald vorbei. Ich will auch mal gucken. Ach, Schule 2, das ist auch okay. Ja, ich habe mir also vorgenommen, diese Woche jeden Tag ein Video. Wir machen einfach mal volle Pulle, weil dann kommt ja 14 Tage. Ich will nicht sagen nichts, aber es kann sein, das eine oder andere Privatvideo. Es kann auch sein, schon in der zweiten Urlaubswoche Videos vom Urlaub. Aber das weiß ich alles noch nicht so genau. Aber diese Woche jeden Tag ein Video. Ach so, und vielleicht noch eine kleine Bemerkung am Rande, weil hier so viele neue dazugekommen sind. Man darf mir natürlich Fragen stellen, alle möglichen Fragen, die ich dann entweder im Kommentar beantworte oder häufiger auch im darauffolgenden Video. Und man darf mir auch, wenn man da Lust zu hat, mir ein Thema vorschlagen. Und das muss auch überhaupt nichts mit LKW zu tun haben. Wir sind nämlich hier Arte. Wir nehmen uns jedes Themas an. Ja. So. Oh, das ist auch schon wieder ja was. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Auch wenn das Wetter nur durchwachsen ist, bleibt mir alle gesund und macht schön gut.